Ja, Notfallseelsorge. Jawohl. Was macht ihr, warum macht ihr es, wo macht ihr es? Wir machen es, weil wir es gerne machen, weil wir alles Menschen sind, die halt mal das Mikro ja, sich sozusagen mehr oder weniger berufen fühlen, andere Menschen zu unterstützen. Was wir tun ist, dass wir Menschen, die in einer ganz akuten Krise sind, in einem psychischen Ausnahmezustand, meistens nach Todesfällen in der Familie zum Beispiel, zu Hause durch Unfall, dass wir diese Menschen in der ersten Zeit begleiten. Da gibt es so eine Lücke zwischen der Anwesenheit von Rettungskräften oder der Polizei und dem sozialen Netz, also dass die Familie da ist, dass Freunde da sind. Und diese Lücke, das ist unser Bestreben und unsere Aufgabe, die zu füllen. Und wir haben so einen Spruch, der heißt, wir können bleiben, wenn alle gehen. Das heißt, wenn zum Beispiel der Notarzt vor Ort ist oder die Polizei oder auch die Feuerwehr, die haben einen anderen Job. Die müssen, wenn sie ihre Aufgabe erfüllt haben, gehen. Und dann können wir bleiben, solange das erstmal notwendig ist. Für die erste Zeit, bis zum Beispiel Familie und Freunde da sind, um zu unterstützen. Ja. Geht ja oftmals nicht, was ich, Kinder wohnen, keine Ahnung, ein paar hundert Kilometer weg oder haben Einspannungen im Beruf, Job, ganz genau. Selber Familie. Ganz genau. Genau, ist das nicht so einfach. Unsere Erfahrung ist, dass es häufig sehr tolle Nachbarschaften gibt. Also das erleben wir immer wieder, dass wirklich die erste Hilfe und Unterstützung nach uns sozusagen aus der Nachbarschaft kommt. Das finde ich toll zu hören. Vermutet man gar nicht so. Nee. Ja, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt vermutet, aber wenn ihr das, ich meine, ihr erlebt das ja aus erster Hand, finde ich toll zu hören, dass da doch nachbarschaftlicher Zusammenhalt tatsächlich noch was zählt heutzutage. Absolut, absolut. Super, sehr, sehr schön. Danke für die Info. Das heißt, ihr werdet angerufen von den Rettungskräften oder wer kann euch anrufen? Wir werden alarmiert durch die Leitstelle, also die Stelle, die man erreicht, wenn man die 112 anrufen würde, werden aber angefordert von den Rettungskräften, von der Polizei. Zum Beispiel kann die Polizei uns auf die Wache bestellen, damit wir sie begleiten, wenn sie eine Todesnachricht überbringen. Oder der Notarzt, wenn er eben in einer häuslichen Situation ist, dass er sagt, wir brauchen hier jetzt Unterstützung, damit die anwesenden Familienangehörigen eben schon einmal betreut werden und psychisch unterstützt und stabilisiert werden können. Und das alles ehrenamtlich? Das alles ehrenamtlich. Wir sind alle ehrenamtlich unterwegs und das im gesamten Wetteraukreis. Aber ich, ja, auf jeden das Fall ist ein wirklich Applaus ein Applaus wert. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, die Dankbarkeit, die man bei dieser schwierigen Arbeit dann auch zurückbekommt, ich glaube, das ist nicht aufzuwiegen, oder? Das ist tatsächlich so. Meistens natürlich schon, wenn wir gehen. Wir warten ja auch auf eine Art Signal. Das kann sehr deutlich sein, dass jemand sagt, das war jetzt echt gut, Sie waren da, aber jetzt möchte ich wirklich gerne alleine sein. Auch das gibt es, ohne dass jemand anders da ist. Oder man spürt einfach, wenn man auf einmal wie ein Gast behandelt wird und die Menschen denken, sie müssen uns jetzt Kaffee kochen, Tee kochen, sie müssen uns bewirten, dann haben wir das erreicht, was wir erreichen wollen. Die Menschen sind wieder handlungsfähig und dann können wir uns gut zurückziehen und dann ist es meistens schon so, dass wir das Feedback bekommen, dass es einfach jetzt gut war, dass wir da waren. Und das tut uns natürlich auch gut und auch auf den Ständen jetzt hier zum Beispiel ist es durchaus so, dass Menschen zu uns kommen und sagen, ihr wart bei uns zu Hause und das war einfach gut für uns und da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Vielen Dank für diese wertvolle Arbeit. Ich glaube, das ist nochmal einen großen Applaus wert. Die Notfallseelsorge. Ganz, ganz lieben Dank und ganz toll, dass ihr heute hier seid.